Hallo an alle, Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also ich bin gerade dabei, die Videos, was die neuen Pflegeprodukte angeht, zu schneiden. Das heißt, ich bin auf Hochtouren, bereite mich schon fürs neue Jahr vor. Das heißt, ich möchte dieses Jahr abschließen. Und aber die Videos für den Pflegekanal, also die edukativen, müssen weitergehen. Das heutige Thema, was ich für heute vorbereitet habe, ist die Professionalisierung der Pflege. Es wurde mehrmals angesprochen, über die Professionalisierung ein Video zu machen, und deswegen widme ich mich diesem Thema heute. Video wird präsentiert von hygienebeauftragter-online.de, der Online-Akademie, wo ihr ganz flexibel eine Ausbildung zum Hygienebeauftragten machen könnt. Auf der Seite www.hygienebeauftragter-online.de findet ihr nützliche Tipps zum Thema Hygiene und könnt euren nächsten Karriereschritt als Hygienebeauftragter planen. Mit dem Code PflegeKanal50 bekommt ihr 50 Euro Rabatt auf eure Ausbildung. Nun, bevor wir mit der Professionalisierung und warum muss die Pflege eigentlich professioneller sein, warum das alles, müssen wir uns mit einigen Begriffen befassen. Das heißt, wir müssen definieren, was überhaupt Arbeit ist. Also Arbeit ist ein planmäßiger Einsatz eines individuellen Arbeitsvermögens zur Abdeckung einer Bedürfnislage. Arbeit bildet die wirtschaftliche Existenzgrundlage und entscheidet über die soziale Stellung. Man kennt das gut, du arbeitest in einem bestimmten Beruf und hast einen bestimmten Lohn, das heißt, du bist im sozialen Stellenwert auf einem bestimmten Platz. Das heißt, ein Ingenieur ist natürlich immer auf einem höheren Stellenwert als zum Beispiel ein Verkaufsmann. So, jetzt wissen wir, was Arbeit ist. Nun wollen wir wissen, was ist ein Beruf? Also ein Beruf ist die Ausstattung menschlicher Arbeitskraft mit spezifischem Wissen, Kenntnissen, Fertigkeiten und normativen Orientierungen. Zuletzt bleibt uns noch die Berufung. Wo ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung? Also eine Berufung ist ein Einstieg in einen Beruf aus moralischen und ethischen Prinzipien, nicht aus ökonomischen Gründen. Das heißt, diese Person steigt in diesen Beruf ein, weil er, sag ich mal, eine Liebe zu diesem Beruf hat, weil er die Welt verbessern wird, weil er, keine Ahnung, menschlicher sein will. Also es geht nicht um das, was will ich verdienen, was nehme ich raus aus dem Beruf, sondern was gebe ich. Da ist der Unterschied. Also merkt euch das gut, Beruf. Da lernt man, da arbeitet man, kriegt man Geld, da ist man auf einem bestimmten sozialen Stand, und eine Berufung, man macht es aus Liebe, aus idealistischer Einstellung und so weiter. Nun kommen wir zur Professionalisierung. Was bedeutet das, Professionalisierung? Also Professionalisierung bedeutet, es ist ein historischer Prozess der Entstehung und Anerkennung eines Berufes als akademischer Expertenberuf. Warum die Professionalisierung der Pflege? Nun, die Argumente sind der demografische Wandel. Wir haben dem demografischen Wandel schon ein Video gewidmet. Das heißt, wir haben erklärt, warum die Gesellschaft immer älter wird und warum die Pflege deswegen sehr wichtig ist in dieser Gesellschaft. Dann haben wir den Satz aus dem Grundgesetz, der sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also alles spricht dafür, dass der Mensch ein tolles Leben haben darf, wenn er jung ist, und in den Phasen, wo er baut, wo er arbeitet und so, also da ist seine Würde unantastbar. Warum sollte die Würde dann nicht im hohen Alter unantastbar sein? Also er muss dann auch in den Jahren, wo er nicht mehr fähig ist, sich um sich selbst zu kümmern, dass er auch ein würdiges Leben führt. Das ist auch ein sehr starkes Argument, warum die Pflege zur Professionalisierung, zum Profession werden soll. Zuletzt haben wir noch die Autonomie als ökonomische Argumentationsgrundlage. Das heißt, dass die Pflege unabhängig von anderen Berufen ist, dass sie eine eigene, sag ich mal, Lohnliste hat, einen Stellenwert in der
Ökonomie der Gesellschaft. Was sind die Merkmale, die eine Profession kennzeichnen? Als allererstes hätten wir die Selbstständigkeit und die Autonomie. Der Beruf hat eigene Handlungsbereiche. Dann haben wir das eigene Wissen und eigene Theorien, also eine Ausbildung nach festgesetzten Regelungen. Dann haben wir Berufsorganisationen, die vorhanden sind, die organisierte Mitglieder haben. Dann haben wir das Interesse der Gesellschaft an dieser Profession. Also es muss ein Bedarf bestehen für diese Profession, damit sie als Profession anerkannt wird und gefördert wird. Dann haben wir die eigene Berufsethik, also menschliche Werte, die wichtig sind. Zum Schluss haben wir noch die Anerkennung als akademischer Expertenberuf. Nun, durch die Geschichte hat sich da halt so eine Meinung gebildet und es gibt viele Faktoren, die negativen Einfluss hatten auf die Professionalisierung der Pflege und die dessen Auswirkungen auch heute noch anwesend sind. Also schauen wir mal, wie sieht die geschichtliche Problematik bei der Professionalisierung der Pflege aus? Inhaltlich gibt es eine Diffusität. Also Tradition der Pflege früher war, dass das die Kirche gemacht hat, dass das innerhalb der Familie gemacht wurde und dass jeder jeden pflegen kann. Also die Pflege wurde nie als Profession angesehen. Dann haben wir die Unterordnung gegenüber der Medizin. Das heißt, die Medizin war übergeordnet über die Pflege und so hat man ein Abhängigkeitsverhältnis gebaut. Dann haben wir die geschlechtsspezifische Typisierung. Das war früher ein Frauenberuf, nachrangig gegenüber von Männern. Das hieß, es gibt keine Männer in der Pflege. Dann haben wir die berufspolitische Zersplitterung. Verschiedene Konfessionen existieren. Es gibt keine Einheitlichkeit, keine allgemeinen Regeln. Verschiedene Berufsverbände. Zuletzt, die Pflege ist auch ökonomischen und politischen Interessen ausgesetzt. Zum Schluss haben wir noch die Verinnerlichung eines diffusen Berufsverständnisses. Es existiert kein Berufsverständnis für die Pflege. Es herrscht die Ideologie über den helfenden Beruf. Also die Pflege wurde damals und wird auch heute sehr oft als ein helfender Beruf angesehen, nicht als ein alleinstehender Beruf. Nun, das ist alles zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video wird nutzbar für euch sein, wenn ihr irgendwie euch für die Professionalisierung der Pflege interessiert oder wenn ihr eine Arbeit schreibt in der Ausbildung. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefällt, unten drunter das Like-Button drücken. Muss nicht sein, würde mich aber sehr freuen. Nutzt die Kommentare, schreibt mir, was ihr über dieses Thema denkt, was ihr im Allgemeinen über die Pflege denkt. Und natürlich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit und bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal.